Der Schild ist kinetisch sensitiv. Energie und Projektile prallen ab. Dann machen wir es auf die harte Tour. Raus jetzt! Hier ist Agent Murat. Wir hatten einen plötzlichen Verbindungsausfall. Bitte Status bestätigen. Agentin Shora erbittet Update. Sind wir noch online? Shadow Broker, ich habe unseren Feed verloren. Wir sind online und erbitten Anweisungen. Jedenfalls sind wir wieder online. Standardverfahren fortsetzen. Ich will innerhalb eines Solartages einen Statusbericht über alle Operationen. Shadow Broker, out. Bei der Göttin der Ozeane. Du. Wie? Nun, jeder, der ihn je persönlich gesehen hat, ist tot. Du, der neue Shadow Broker. Ist es wirklich eine gute Idee, die Rolle des Shadow Broker zu übernehmen? Andernfalls verlieren wir alles. Seine Kontakte, seine Handelspartner. Beides würde uns sehr helfen. Mit dem Informationsnetzwerk des Shadow Broker kann ich ihn... Ich überprüfe dann mal die Energieversorgung. Es ist vorbei. Es ist endlich 2 Jahre lang. Schon in Ordnung. Es ist 2 Jahre her. Wir haben uns verändert. Sie haben ihre Mission und... Okay. Wir müssen uns konzentrieren.
sehen wir uns mal unsere Optionen an. Keine Schutzmaßnahmen oder Userbeschränkungen. Als hätte er nie damit gerechnet, dass jemand außer ihm hierher kommt. Und es gehört alles uns. Wollen Sie wirklich hierbleiben? Ich könnte Sie auf der Normandy brauchen. Ich muss hierbleiben. Wir müssen das ausnutzen, Shepard. Ich wollte lediglich Farron retten. Aber ist es falsch, dass ein Teil von mir das hier will? Mit dem Netzwerk des Shadowbroker kann ich Ihnen helfen. Vielleicht kann ich aus diesem Unternehmen etwas Besseres machen. Seien Sie diesmal keine Fremde. Die Gefahr besteht kaum. Bis bald. Zurück, Shadow Broker. Was ist das? Das ist der VI-Assistent des alten Broker. Er war beim Wiederaufbau des Netzwerks durchaus hilfreich. Sagen Sie bitte Bescheid, wenn ich sonst noch etwas für Sie organisieren kann, Shadow Broker. Außerdem hält er jeden im Raum für den Broker. Ich kümmere mich später um die Feineinstellung. Mein Handbuch steht offen, wann immer Sie Zeit haben. Geht's Ihnen, Liara? Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überwältigt. Der Shadow Broker hatte mehr Ressourcen, als Sie sich vorstellen können. Hier, sehen Sie mal. Er hatte Zugang auf höchster Ebene zu den Regierungen der Turianer und der Asari. Und mehr als eine salarianische Dalatres hat ihm Informationen verkauft. Wenigstens kann ich es mit Ihnen teilen. Haben
Haben Sie schon etwas Nützliches gefunden? Der Shadow Broker wusste von den Reapern. Vielleicht hat er deshalb angeboten, dem Rat zu helfen, Sarens Schuld zu beweisen. Er wollte nicht, dass Saren Erfolg hat. Außerdem wusste er, dass die Kollektoren Proteaner waren, umfunktioniert zu Marionetten des Vorboten. Es gibt sogar einige Daten über die Proteaner. Er wusste wohl, was kommen würde und hat einen Weg zum Überleben gesucht. Warum hat er sich immer noch mit den Proteanern beschäftigt? Sie haben uns die Warnung und die Röhre auf Ilos gegeben, aber diese haben wir benutzt. Der Shadow Broker hat wohl gedacht, dass da noch mehr zu finden ist. Vielleicht hatten die Proteaner andere Pläne. Oder vielleicht hat er nur nach allem gegriffen, was irgendwie Hoffnung versprochen hat. Ich bin nicht nur hergekommen, um über Daten zu reden. Also, dieser Kuss. Wir hatten gerade den Kampf überstanden. Ich vermisse sie. Aber es sind 2 Jahre vergangen. Ich möchte keinen Druck ausüben. Ich habe gute Erinnerungen daran, als Sie das letzte Mal Druck auf mich ausgeübt haben. Ich auch. Warum nehmen wir nicht auf der Normandy einen Drink? Sehr gerne. Gut. Holen Sie Ihre Sachen und kommen Sie rauf. Okay, danke. Bin gleich da. Geben Sie mir eine Minute. Hat Ihnen die Führung gefallen? Ja, es ist ein wunderbares Schiff. Und ich habe Joker getroffen. Er schien sich zu freuen, mich zu sehen. Obwohl er mich gebeten hat, alle Teile unseres Gesprächs aufzuzeichnen, bei denen meine Augen diese abgefahrene schwarze Ewigkeitsnummer machen. Ach, natürlich hat er das. Ich habe auch mit Dr. Chuckwas gesprochen. Freut mich, dass es ihr gut geht. Ich habe Ihnen etwas mitgebracht. Es war ziemlich mühsam, aber ich konnte Ihre Dienstmarke beschaffen. Ich dachte, die würde ich nie wiedersehen. Man bekommt nicht alles zurück, was man verliert. Aber manchmal hat man Glück. Ja, das war der Plan. Wie geht es Ihnen eigentlich, Shepard? Ich meine wirklich, nicht das, was Sie zur Hebung der Moral Ihrer Crew erzählen. Unter uns? Ich habe keine Ahnung, wie wir das schaffen sollen. Ich tue, was ich kann, aber... Sie haben mehr getan als die meisten. Ohne Sie würde es auf Horizon keinen Mann, keine Frau und kein Kind mehr geben. Wissen Sie, was das Schlimmste daran ist? Cerberus hat die Kollektoren bewusst dorthin gelockt. Horizon war ein Köder. Dreckskerle. Sie hätten eine andere Welt überfallen, wenn wir sie nicht dorthin gelockt hätten, aber raten Sie mir jetzt nicht, die Arbeit mit Cerberus zu beenden? Ich habe Ihnen Ihre Leiche gegeben. Schon vergessen? Was sollte ich sagen? Und ich vertraue Ihnen. Sie stehen zu Ihren Überzeugungen, ganz egal, was Cerberus will. Sagen Sie mir, was Sie wollen. Wenn morgen alles endet, was wird dann aus uns? Ach, Liara, Sie kennen die Daten. Selbst wenn wir gewinnen, werden wir beide die Parade nicht miterleben. Was soll dann das Ganze? Drinks und Gespräche und was auch immer. Wenn wir morgen alle sterben könnten. Es ist noch nicht morgen.
Bei der Göttin. Sie waren tot. Es geht mir schon besser. Dieses Mal. Aber sie werden wieder fortgehen. Wenn ihr Team bereit ist, springen sie durch das Omega-4-Portal. Ich habe 2 Jahre um sie getrauert. Wenn wir das tun, dann muss ich wissen, dass sie immer zurückkommen werden. Ich weiß es nicht. Das wäre ein ziemlich großes Versprechen. Ach, wirklich? Es müsste schon etwas Besonderes geben, zu dem ich zurückkehren sollte. Ich bin offen für Vorschläge. Wie wär's damit? Danke, Shepard. Für die Drinks und alles andere. Komm bald wieder, Liara.